Ich wollte gerade eine Runde Warzone aufnehmen. Dann kommt der mir so an mit Update. Und ich denke mir so, ja, Digga, bitte nur so vielleicht ein paar hundert Megabyte oder sowas, weil zu große Updates auch nicht was. Ja, ich höre mir dann das Update an. 40 GB. Long story short, ich spiele eine Runde Black Ops 4. So, aber mir ist mal eine Sache aufgefallen, die finde ich irgendwie. Ja, ziemlich schadet eigentlich, to be honest. Ja, und sowas ist ein neues Play. Ich kann mal mit dem Mikro so machen, dass man nicht besser versteht. So, wenn ich jetzt noch was vom Monitor sehen würde, wäre das auch nochmal ist, aber wir können nicht alles im Leben haben, ne? Mir ist mal aufgefallen, dass als ich meine Steam Library durchgegangen bin, suche nach Random Games, die ich noch nicht angezockt habe, beziehungsweise welche Random Games ich noch nicht angezockt habe, mir ist aufgefallen. Nämlich, an der Stelle einmal ganz kurz Dank an Lin. Ich habe noch eine Hintergrund in meiner Library. Was mir mal aufgefallen ist, ich habe ja schon mal früher Random Games angezockt. Das letzte kam, glaube ich, als ich in Chicago war, beziehungsweise in New York, ich weiß nicht genau, wann ich es hochgeladen habe, halt während ich in Amerika war. Weißt du noch, habe ich auf dem Flug geschnitten und das war so der Struggle, ob mein MacBook-Akku das überlebt oder eher weniger. Zum Glück hat mein MacBook-Akku es mitgemacht. Ich habe alles, was ich noch schneiden musste, auf dem Flug hinbekommen. Trotzdem muss ich sagen, möchte ich eigentlich einen MacBook-Akku, der mindestens 40 Stunden unter Fullload hält. Dass ich dann so ein Ding brauche, was eigentlich in einem Tesla oder sowas ist, für meinen Laptop, ist mir schon bewusst. Das hätte aber durchaus Style, to be honest. Naja, worauf ich eigentlich hinaus will. Mir ist mal aufgefallen, dass bei mir und auch generell eigentlich so Hentai-Games und sowas oder generell alles, wo Hentai im Titel steht, performt nicht gut. Ich kann nachschauen, wonach die Leute suchen, wenn sie mein Video anklicken. Halt bei Leuten, die mich nicht abonniert haben und da irgendwie auf das Video gekommen sind, sondern halt wirklich einfach gesucht haben und dann random aufs Video gekommen sind. Das kann ich nachschauen. Und extrem viele suchen dann legit Hentai oder sowas. Und da habe ich mich dann gefragt, was für ein Mensch sucht Hentai auf fucking YouTube? Dann ist ein paar Sachen da. Ah, Digga. Ich geh auf Hentai Hazen oder was weiß ich. Gibt bestimmt genug Seiten, aber what the fuck, auf YouTube findest du halt. Also, ist mal abgesehen davon, dass du auf YouTube wahrscheinlich nichts Vernünftiges findest. Digga, aber jetzt mal ernsthaft, das frage ich mich halt gerade legit. Was für ein Pfeife hat auf so eine geile Idee kommt. Aber die Pfeife, die auf die Idee kommen. Na Gott, hab ich einen Haufen Klicks auf meinen Videos. Und ich bin tot. Also, was lernen wir daraus? Ich muss Warzone updaten. Wir haben gewonnen. Ich fände es gut, wenn das Highlight von mir wäre, weil es war eben dieser eine Multi-Kill. War ziemlich premium. Natürlich nicht. Natürlich von irgendeinem Typen, der nicht 17 Kanone hat. Na gut, also denkt drauf. Ich habe noch ein paar Videos übrig aus der Kategorie, würde ich mal behaupten. Beziehungsweise ein paar Games, die zu Videos finden könnten. Dann in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen netten Kommentar. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das schon mal auf YouTube besucht habt. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut unbedingt auf meinem Twitch vorbei. Bis dahin. Ciao.